Herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update im August. Ich bin Markus Dürnberger und freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe wieder aktuelle Themen rund um das Wirtschaftsgeschehen und den Kapitalmärkten zu präsentieren. Zu Beginn werden wir uns den aktuellen Konjunkturerwartungen widmen. In der Rubrik Zinsen und Inflation werfen wir unter anderem einen Blick auf die zuletzt veröffentlichten Inflationszahlen, die aktuellen Inflationserwartungen sowie die Entwicklungen an den Anleihenmärkten. Anschließend wenden wir uns den Aktienmärkten zu. In der Rubrik Einen Blick wert befassen wir uns mit den letzten Interventionen der EZB am Anleihenmarkt. Starten wir mit den Konjunkturthemen. Aufgrund der zuletzt veröffentlichten Konjunkturzahlen hat der Internationale Währungsfonds die Wachstumserwartungen für 2022 nochmals reduziert. Anhaltende Probleme bei den Lieferketten, eine weiterhin hohe Inflation und die zuletzt deutlichen Zinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken sind einige der wichtigsten Gründe. So liegen die Schätzungen für Europa aktuell bei einem Wachstum von 2,6%. Zuvor wurde ein Wachstum von 2,8% erwartet. Auch die USA-Schätzungen wurden nochmals nach unten revidiert und liegen nun bei 2,3%. Die USA verzeichnete im ersten Halbjahr bereits zwei negative Quartale. Auch die globalen Prognosen wurden leicht nach unten korrigiert. Das von der chinesischen Regierung immer wieder veröffentlichte Wachstumsziel von 5,5% wurde von den einzelnen Regierungsbeamten zuletzt nicht mehr als hartes Ziel bezeichnet, was den Schluss zulässt, dass auch China unter den aktuellen Unsicherheiten leidet. Auch ist das ewige Thema der schon lange schwelende Taiwan-Konflikt wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt. Der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, die als Vorsitzende des Repräsentantenhauses die dritthöchste Vertreterin der USA ist, hat in China zu scharfen Protesten geführt. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Konflikt nicht weiter verschärft. Wenn wir etwas ins Detail gehen, hilft ein Blick auf das Verbrauchervertrauen in den USA und Europa, um die Stimmung der Konsumenten zu beurteilen. Vor allem in Europa ist die Stimmung der Konsumenten auf ein Niveau gefallen, welches zuletzt während des ersten Lockdowns im März 2020 verzeichnet wurde. Die aktuellen Unsicherheiten rund um die Energieversorgung und eine weiterhin hohe Inflation haben zuletzt auf die Stimmung gedrückt. Auch in den USA hat sich die Stimmung etwas eingetrübt, befindet sich aber noch auf einem gesunden Niveau und spricht somit noch immer für eine hohe Konsumfreude bei den US-Verbrauchern. Wie beurteilen nun die Unternehmen die aktuelle Situation? Auch hier hat sich in Europa die Einschätzung der Einkaufsmanager sowohl im Dienstleistungsgewerbe als auch in der Industrie eingetrübt und befindet sich nunmehr an bzw. knapp unter der 50-Punkte-Marke, welche eine mehrheitlich negative Einschätzung signalisiert. Erste Schnellschätzungen für den Juli lassen ein Abgleiten beider Indikatoren unter 50 erwarten. Ein dynamischeres Bild vermittelt die USA. Sowohl Dienstleistung als auch Industrie weisen auf ein expansives Wirtschaftsumfeld hin. Erste Zahlen für den Juli verzeichnen einen von den Ökonomen nicht erwarteten Anstieg im Dienstleistungssektor. Dies widerspiegelt die positive Stimmung der US-Verbraucher. Somit haben die Rezessionsängste zuletzt wieder etwas nachgelassen. Eine der wichtigsten Fragen bleibt die Inflationsentwicklung. Sowohl in Europa als auch in den USA hat sich die Inflation noch nicht beruhigt. In Europa verzeichnete die Gesamtinflation einen Wert von 8,9%. Auch die Kernrate ist mit 4% deutlich zu hoch. Die USA verzeichnete eine noch höhere Inflation von 9,1%. Positiv ist anzuführen, dass die Kerninflation auf einem hohen Niveau von 5,9% zuletzt etwas rückläufig war. Wirft man allerdings einen Blick auf die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer, so wird ein anderes Bild vermittelt. Mittelfristig wird davon ausgegangen, dass die Inflation in 5 Jahren für 5 Jahre in der Eurozone wieder bei etwa 2% liegen wird, was dem Zielwert der EZB entspricht. Auch für die US-Inflation wird in 5 Jahren eine Rückkehr zur Normalität erwartet. Allerdings wird für die USA ein etwas höheres Inflationsniveau von 2,5% erwartet. Um dies zu erreichen, haben die Notenbanken zuletzt noch deutlichere Schritte gesetzt. Mit der Zinserhöhung von 50 Basispunkten im Juni hat der negative Einlagensatz in Europa ein Ende gefunden. Bis zum Jahresende werden noch weitere Zinsschritte bis auf rund 1%
von den Marktteilnehmern prognostiziert. Dies stellt allerdings noch immer ein expansives Zinsumfeld dar. In Europa liegt der neutrale Zins bei 1-2%. Unter dem neutralen Zins versteht man ein Zinsniveau, welches die Wirtschaft weder fördert noch bremst. Wo dieses Niveau genau liegt, da gehen die Meinungen auseinander. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen zuletzt zweimal um 75 Basispunkte angehoben und hat sich dem neutralen Zins, welcher bei ca. 3% liegt, bereits angenähert und sollte noch im laufenden Jahr erreicht werden. Dies ist allerdings abhängig von den kommenden Inflations- und Konjunkturdaten. Aktuell gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Marktteilnehmern und den einzelnen Fed-Mitgliedern. Die Marktteilnehmer erwarten aufgrund der konjunkturellen Entwicklung bereits im ersten Halbjahr eine Zinssenkung in den USA. Einzelne Fed-Mitglieder schließen dies wiederum aus und stellen einen Zinssatz von 3,75-4% im nächsten Jahr in den Raum. Es bleibt spannend. Der Zinsanstieg ist auch an den Kapitalmarktrenditen nicht spurlos vorübergegangen. Der Trend hin zu steigenden Notenbankzinsen im ersten Halbjahr führte zu steigenden Kapitalmarktrenditen und dadurch zu erheblichen Kursrückschlägen bei europäischen Staatsanleihen. Mit den größeren Zinsschritten sowohl in Europa als auch in den USA begannen die Kurse europäischer Staatsanleihen sich zu erholen. Somit sind die Renditen wieder deutlich gefallen. Der Markt hat zuletzt die Rezessionswahrscheinlichkeit höher gewichtet und geht davon aus, dass die Notenbanken die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen reduzieren oder eine Pause einlegen werden. Was tut sich an den Aktienmärkten? Die Aktienmärkte präsentierten sich vor allem in den letzten Wochen sehr fest. Der US-Markt weist mit Monatsultimo lediglich ein Minus von 5,6% im Euro auf. Hier spielt der US-Dollar-Anstieg gegenüber dem Euro von über 10% eine wichtige Rolle. Auch Europa konnte sich von seinen Tiefständen erholen und auch der chinesische Markt erfuhr eine Renaissance. Im Gegensatz zum Anleihenmarkt erwarten die Marktteilnehmer am Aktienmarkt eine, wenn überhaupt, milde und kurze Rezession, also den Best Case im aktuellen Umfeld. Die Bewertungen haben sich wieder stabilisiert und sind sowohl in Europa als auch in den USA in ihre Bandbreiten zurückgekehrt. Im historischen Vergleich sind die Bewertungen nicht billig. Die aktuell laufende Berichtssaison entwickelt sich besser als noch im Juni erwartet und hat so auch zur Stabilisierung der Aktienmärkte beigetragen. Vor allem große Technologieunternehmen, welche davor aufgrund steigender Zinsen abgestraft wurden, haben die Märkte angeführt. Wir kommen nun zu unserer letzten Rubrik, einen Blick wert. Hier beschäftigen wir uns mit der EZB. Was unternimmt die Notenbank, um eine Fragmentierung des europäischen Anleihenmarktes zu vermeiden? Zuletzt veröffentlichte Zahlen zeigen, dass die EZB nicht untätig gewesen ist. Die Zentralbank hat ihre Nettokäufe für Juni und Juli bekannt gegeben. Die Statistik, welche alle zwei Monate veröffentlicht wird, zeigt die Veränderung der Nettobestände in deutschen, französischen und holländischen Anleihen. Diese haben sich in der letzten Periode um 18,9 Milliarden Euro durch Fälligkeiten reduziert. Rund 17,3 Milliarden Euro sind davon in italienische, spanische, portugiesische und auch griechische Anleihen geflossen. Damit haben wir ein gutes Bild davon, wie die EZB agieren wird, wenn es in den Peripheriestaaten zu Anstiegen der Kreditaufschläge kommt, um ein zu starkes Auseinanderdriften der Zinsen innerhalb der Eurozone zu vermeiden. Zum Abschluss komme ich noch zur aktuellen Positionierung im Spengler Asset Management. Unsere Strategien weisen derzeit weiter eine Aktienuntergewichtung auf. Allerdings wurde diese reduziert. Regional betrachtet liegt unser Fokus weiterhin auf den etablierten Märkten, wobei wir USA gegenüber Europa übergewichten. Im Anleihebereich setzen wir auf eine etwas längere Laufzeitenstruktur als zuletzt, sowie auf inflationsgeschützte Anleihen. Unternehmensanleihen bleiben reduziert beigemischt. Neu investiert wurden in einem ersten Schritt Hochzinsanleihen sowie Emerging Markets Anleihen in den Euro währungsgesichert. Wir sind nun am Ende unseres Kapitalmarkt-Updates angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie bei unserem nächsten Kapitalmarkt-Update im September begrüßen zu dürfen. Bis dahin.